Hallihallo, jawohl. Bisschen später machen wir jetzt weiter. Und zwar gehen wir gleich mal hier hoch. Für die Quest müssen wir dann Insignien oder Armbänder. Irgendwas müssen wir dafür sammeln, entweder in dieser Höhle oder hier oben in einer Höhle. Kein Problem, ich sollte mal mein Tierchen füttern. Und dann sammeln wir auch gleich wieder Fleisch. Das liegt immer noch auf. Oh. Kann ich noch nicht wirken. Und dann besuchen wir die Hauptstadt. Sprich, Orima. Ich kann das nicht plündern. Sobald wir die Quest hier fertig haben. Denn Quest Stufe 9 können wir dann immer noch machen. Zack. Bäm. Reicht. Jetzt sind wir so fast schon fertig hier drin in Ländle. Welchen Autoschutz? So, obwohl ich jetzt noch ganz gerne die Leder farmen will und Fleisch. Denn ich hätte schon vor, Kochen mitzuskillen. Ganz kurz jetzt nachgucken. Nämlich einen Augenblick. Habe ich gestern noch 10? Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich mir 10, jawohl, passt. Ob ich mir alles aufgeschrieben habe. Quasi hier Goldstand, Stand von den Dingern. Ich mache mir nebenbei ja immer am Ende der Folge die Notizen für den tolle Endcard. Was ich jetzt so lange ankündige, ich habe noch keine Folge fertig geschnitten. Ich hoffe, sie wird toll. Ja, bestimmt. Die wird richtig super, wird die. Auf welcher Stufe haben wir denn jetzt eigentlich unseren Begleiter? Oh, er ist schon verlässlich. Ich muss mal hier ganz kurz gucken. Ups, wie sieht's denn aus hier? Naomi Classic. Ich glaube, 6 Stufen waren's. Pet. Treue. Stufen. So. Ich glaube, es waren 6 Stufen. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Man muss mit dem Pet zusammen kämpfen, dann steigt es die Stufe. Das hat nichts mit Wirtern zu tun. Dieser Zauber ist und gute, selbstgesteigerte Nahrung steigert den Wert deutlich besser als gekaufte Mittelwehr. Ja, weil ich ihm immer mein gekochtes Zeug gebe. Ja, guck an. Denn falls wir mal das Pet wechseln, kriegt er nur Futter von uns. Von der Heimküche. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hallo? Aber wie viele Stufen gibt es? Beschwerde von den Jägern, weil die Treue-Stufen entfernt worden sind. Oh.
Oh. Ausnutzen mit der Geschwindigkeit. Oh. Fat Guide Anfängern fortgeschritten. Ja, jawohl. Das ist doch was. Und zwar von meinem allerlieblingsforum. So, Tierpflege. Eine Übersicht der Tiersteigerung hier. Aber weiter zur Quest. Wir verplempern ihn, ich verplempere hier gerade zu viel Zeit. Aber das ist trotzdem sehr interessant. Habe ich hinter mir aufgeräumt? Habe ich. Da außen rum. Ich kenne den Berg. Die hier so rumhüpfen. Ist nur zufrieden. Hier gibt's nichts. Muss näher ran. Eine Keule. Bitte, ja, komm, dann kochen wir hier gleich mal. Dann hat ihr auch wieder was zum Futtern. Ja, es gibt 6 Stufen. Was braucht ihr? Für die Horde. Es gibt 6 Stüfchen. Oh Gott. Ja, will man ja nicht. Wir sind in Stufe 4, nicht wahr? Jawohl. Und hat 19 Ausbildungspunkte. Können wir denn da... Ja, haben wir alles schon gelernt. Dann füttern wir hier gleich nochmal eine Keule. Das länger Treue gewinnt. Also, sprich, man erhöht die Treue, indem man mit dem Pet zusammen kämpft, plus es immer gut füttert. Hier erhöht Zufriedenheit und wenn es glücklich ist, gewinnt man Treue. Und miteinander kämpfen erhöht die Treue und Qualität des Futters bestimmt die Treue. Also, alle Jäger da draußen, die WoW Classic spielen, da habt ihr es gehört. Geht. Kann ich noch nicht wirken. Created Backup, jawohl. Trade Skillmaster, jawohl. Hör bitte auf, hier gerade alles zu aktualisieren. Danke. Ja, mit den Lederfetzen. Oh, oder leichten Lieder ist auch gut. Wie haben wir denn jetzt davon? 57 und von diesen Dingen haben wir 64. 74. Ja, ein bisschen noch farmen. Zack. Ich glaube, im Camp Toyaro sind... ach, die Halsbänder waren das. Ah, guck mal.
In Camp Taujaru sind Dingens, Bimsens, wieder Lehrer. Stufe hast du? Z11. Gewinnst du jetzt aber Erfahrung oder nicht, Begleiter? Das liegt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ach, es gewinnt jetzt nicht mal Erfahrung. Es kriegt erst also levelt quasi immer nur nach. Aufpassen mit dem Steuern und haben alle. Na guck an. Bei meinen entfernten Zielen muss ich entweder so oder so angreifen. So, Waratumba, Babapumba. Bumbes, das Schweinchen. Da bin ich dann doch mal sehr gespannt. Das ist zu weit entfernt. Muss ich hier nochmal, also ich weiß, man kann dann Widerstandsarten drauf tun. Da werde ich auf jeden Fall ein oder zweimal auf jeden Fall meinem Fett geben. Also die Widerstände. Also das ist hier überall, ich glaube 5. Oder so, das ist dann wenig, aber es reicht, dass er wenigstens ein bisschen was widersteht. Und ansonsten erstmal Rüstung und Ausdauer. Eigentlich erstmal Ausdauer fokussieren wir, dass er immer schön viel Leben hat und dann die Rüstung. Und natürlich Knurren und alles, was seinen Schaden erhöht. Und hier guckt man dann mal, wenn wir das haben. Eigentlich wird das und das ziemlich gut, wenn ich nur aufs Pad gehe. Hier quasi mit Auto-Attack herstehen. So, so, so. Es ist jetzt bloß zum Level. Thrall Hall. Zweihandschwert, ja. Vorwärts zum Sieg. Oh nö. Ja, Leute, die Folge ist hier erstmal aus. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Ist eine kurze Folge, bis gleich.